Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie alle herzlich zu der Anhörung heute hier im Bundestag von der Fraktion Die Linke, Medien unter Beschuss, Feldzug gegen WikiLeaks und investigativen Journalismus. Und dass wir heute hier über dieses wichtige Thema im Deutschen Bundestag sprechen können, das ist ein Meilenstein. Und ich erhoffe mir zahlreiche neue Impulse, neue Argumente von dieser Anhörung. Und vor allen Dingen erhoffe ich mir, dass diese Veranstaltung dazu beiträgt, den gesellschaftlichen Druck zu erhöhen, um endlich die Freilassung von Julian Assange zu erreichen, dem Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Ich freue mich auch sehr, Sie heute hier begrüßen zu können, Don Shipton, der Vater von Julian Assange. Sie kämpfen mit aller Entschlossenheit für die Freiheit Ihres Sohnes. Sevim hat es gerade in ihren Eröffnungsworten schon gesagt, Julian Assange ist in höchster Gefahr. Nachdem er 8 Jahre in London im Botschaftsasyl war, befindet er sich nun seit April 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Isolationshaft. Und sein Gesundheitszustand ist sehr, sehr ernst. In dem Dringlichkeitsappell, von dem du eben schon sprachst, Sevim, haben sich an diesem Montag mehr als 60 Ärzte aus Großbritannien, Australien, Deutschland, Schweden und anderen Ländern an die britische Innenministerin gewandt und gefordert, dass er eilig in ein Universitätskrankenhaus verlegt wird, damit er adäquat behandelt werden kann, denn im Gefängnis droht ihm der Tod. Und ich möchte es noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, ich finde es unerträglich, was mit Julian Assange geschieht. Auch das kann man nicht oft genug sagen. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die Kriegsverbrechen aufdecken, hinter Gitter kommen. Es müssen diejenigen sein, die sie anordnen, die sie begehen und die sie versuchen zu vertuschen. Julian Assange muss sofort freigelassen werden. Und wie Sie auch alle Anwesenden wissen, ist ja Julian nicht der Einzige, dem dieses Unrecht widerfährt. Das gilt zum Beispiel auch für Chelsea Manning. Die Informationen über Menschenrechtsverletzungen der US-Armee an WikiLeaks weitergegeben hatte und dafür von einem US-Militärgericht zu 35 Jahren Haft verurteilt worden war. Sie musste fast 7 Jahre davon absitzen, bis Barack Obama sie dann Anfang 2017 als eine seiner letzten Amtshandlungen begnadigte. Aber hier ist die Geschichte leider nicht zu Ende. Chelsea Manning sitzt mittlerweile wieder im Gefängnis. Sie wurde im Frühsommer in Beugehaft genommen, weil sie sich geweigert hat, vor einer Grand Jury zu WikiLeaks auszusagen, um damit gegen Julian Assange in Stellung gebracht zu werden. Das Ende dieses Verfahrens ist nicht absehbar. Und auch im Fall des ehemaligen CIA-Mitarbeiters Edward Snowden zeigt sich die knallharte Linie der US-Regierung, was den Umgang mit Whistleblowern betrifft. Edward Snowden hatte 2013 die umfassende globale Überwachungspraxis der US-Geheimdienste offengelegt. Er befindet sich seitdem auf der Flucht vor den US-Behörden und lebt in Moskau. Fast 20 Länder hatten seine Asylgesuche abgelehnt, darunter auch Deutschland. In den USA droht ihm mindestens eine lebenslange Haftstrafe, aber auch wie in Julian Assanges Fall gibt es auch hier Forderungen nach der Todesstrafe. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung feststellen, dass wir in Zeiten des Krieges leben. Und diese Kriege haben Folgen und auch die Vorbereitung dieser Kriege hat schwerwiegende Konsequenzen. Und eines ist immer hinderlich für das Vorantreiben der Kriege und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist mit Kriegspropaganda unvereinbar. Deshalb ist die Kriegstreibern auch ein Hindernis. Sei es die Wahrheit über Aufrüstung, die den Kriegen vorausgeht, die Wahrheit über begangene Kriegsverbrechen oder sei es die Wahrheit über wirkliche Kriegsgründe. Investigative Medien, die ja von zentraler Bedeutung für unsere Demokratie oder für eine Demokratie sind, werden in Zeiten des Krieges angeblich zur Gefahr für die Demokratie. Und das ist absurd. Denn gerade dann sind sie besonders notwendig. Denn investigative Medien hinterfragen vorgebliche Legalität und Sauberkeit von Kriegen. Investigative Medien und investigative Journalistinnen und Journalisten geraten ins Visier von einer demokratischen Justiz, die hier die Wahrheit unter das Verdikt des Geheimnisverrates stellt. Und das ist übrigens kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. In der Geschichte gab es immer wieder solche Fälle. Zum Beispiel der Fall des späteren Friedensnobelpreisträgers und von den Nazis ermordeten Karl von Ossietzky. Die Universität meiner Heimatstadt Oldenburg trägt seinen Namen. Karl von Ossietzkys Zeitschrift Die Weltbühne, die war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland analog das, was heute die Enthüllungsplattform WikiLeaks digital international ist.
Ossietzky wurde wegen des Verrates militärischer Geheimnisse 1931 zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Sein Verbrechen bestand darin, dass er dem Journalisten Walter Kreiser die Gelegenheit gegeben hatte, einen Artikel über die in den internationalen Verträgen verbotene geheime Ausrüstung der Reichswehr zu veröffentlichen. Und wenn man zurückblickt, dass das mittlerweile 90 Jahre vergangen sind seitdem, es ist unbegreiflich, dass heute ein Mensch angeklagt werden kann, wegen des Vorwurfs, eine Plattform für die Veröffentlichung von Kriegsverbrechen geboten zu haben. Am 5. April 2010 veröffentlichte WikiLeaks unter dem Titel Collateral Murder ein Video, das die an Bord eines Apache-Hubschraubers aufgenommenen Aufnahmen im Irak dokumentiert. Das Video zeigte, von der Zielkamera der Bordkanone aufgenommen, wie das Feuer auf 12 Zivilisten eröffnet wird, darunter 2 Reuters-Mitarbeiter, die getötet wurden. Das Video zeigt ein ungeheuerliches Kriegsverbrechen und die ganze Abscheulichkeit dieser Kriege. Ungeheuerlich ist aber auch, dass diese Kriegsverbrechen meist straflos bleiben. Und selbst wenn, was selten genug der Fall ist, selbst wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann lässt man gegenüber den Kriegsverbrechern Milde walten. Zum Beispiel wurde kürzlich der verurteilte Kriegsverbrecher, der US-Oberleutnant Clinton Lawrence, von Donald Trump begnadigt. Er hatte 2012 in Afghanistan den Befehl gegeben, auf 3 unbewaffnete Afghanen zu schießen. 2 von ihnen starben. Er war 2013 zu 19 Jahren Haft verurteilt worden, nur 6 davon musste er absitzen. 2 Menschen sind gestorben und nach 6 Jahren ist er begnadigt worden. Das ist einfach unerträglich. Julian Assange hat schon früh darauf hingewiesen, dass diese Kriegsverbrechen, aber vor allem der Umgang der westlichen Regime mit ihnen, ein Schlaglicht auf die Regime-Change und Stellvertreterkriege selbst werfen. Diese Kriege bekämpfen keine Verbrechen, wie sie vorgeben. Sie selbst sind Teil eines großen Verbrechens, das mit Hunderttausenden Toten, wie zum Beispiel im Irakkrieg, von den USA und ihren NATO-Verbündeten angerichtet wurde. Die Schlussfolgerung ist klar. Wer Kriegsverbrechen und den skandalösen Umgang mit ihnen beenden will, der muss diese verbrecherischen Kriege beenden. Es geht heute aber zu Recht nicht nur um die direkte Kriegsbeteiligung, sondern auch um Rüstungsexporte. Denn auch hier zeigt sich genau dasselbe Muster wie bei den Regime-Change-Kriegen. Ein Beispiel ist der Jemen. Die Rüstungslieferungen aus USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich ermöglichen erst den schrecklichen Krieg der saudischen Kriegskoalition gegen die Zivilbevölkerung. Und wer über die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien berichtet, der gerät ins Visier der Exekutive und ihrer Geheimdienste. Wie der französische Investigativjournalist Matthias Destal, der mit seinem Team einen Bericht des französischen Militärgeheimdienstes über den Einsatz der von Frankreich gelieferten Rüstungsgüter an Saudi-Arabien und die Emirate im Jemenkrieg veröffentlichte. Nach der Veröffentlichung wurden die Journalisten vom Geheimdienst vorgeladen. Der Vorwurf: Geheimnisverrat. Journalisten sollen so eingeschüchtert und von kritischer Berichterstattung abgehalten werden, damit die Beteiligung an Kriegen ohne Aufschrei der Öffentlichkeit weitergehen kann. Aber das, genau das, das darf nicht sein. Hier zeigt sich, dass die Praxis, geopolitisch Einfluss über Rüstungsexporte nehmen zu wollen, nicht nur die Beteiligung an verbrecherischen Kriegen bedeutet, sondern auch die Presse- und Medienfreiheit gefährdet. Auch deshalb fordern wir als Linke ein Verbot von Rüstungsexporten, und zwar konsequent. Wenn wir uns für die Freiheit von Julian Assange einsetzen, dann geht es uns darum, sein Leben zu retten. Aber dieser Kampf, der weist weit über Julian selbst hinaus. Es ist ein Kampf um die Freiheit der Medien und der Presse. Ein Kampf um die Wahrheit, die in den Regime-Change-Kriegen totgeschlagen werden soll. Es ist ein Kampf um die Freiheit von uns allen. Julian ist nicht der Einzige, der wegen seines Mutes, die Wahrheit zu publizieren, verfolgt wird. Einige habe ich schon genannt, Chelsea Manning, Edward Snowden sind die bekanntesten in der Öffentlichkeit, aber es gibt viele weitere Whistleblower, Menschen, die der Wahrheit verpflichtet sind und dabei ungeheuren Mut beweisen. Der Kampf um ihre Freiheit ist der Kampf für Freiheit und Demokratie.